Mein Großvater hat als Gärtner hier in Fraunhofen begonnen und ich glaube, ich habe die Gärtnerei, die Liebe zu Pflanzen schon mit der Muttermilch mitbekommen. Das ist die Fantasie, die wir Gärtner haben. Wir pflanzen heute Bäume, die eigentlich erst in 20, 30, 50 Jahren ihre volle Pracht entwickeln. Und jetzt bei Green Art, was da jetzt kommt, glaub's mir, ich habe noch so viel auf Lager. Das ist das Erste, was es gibt in der Branche. Ja. Green Art sehe ich so, dass wir eigentlich erst am Anfang der gärtnerischen Entwicklung stehen. Wenn ich dann mit anderen Künstlern rede, die sozusagen vom Stein oder vom Glas herkommen, dann stellen wir fest, dass wir sehr viel gemeinsam haben und in so einem Gespräch entstehen dann noch verrücktere Ideen und das wird uns sicherlich jetzt bei Green Art gut gelingen.